Willkommen zurück im Testsektor. Ich bin euer Doomsday. Willkommen zurück zu meiner dritten Let's Play Session zu Call of Duty Vanguard. Da möchte ich jetzt weitermachen. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir den Piloten gespielt haben. Und da werden wir wohl jetzt mit der Geschichte weiterführen. Ich bin gespannt. Let's go. So, hier läuft alles. Alles klar. Gut. Oh, Prüfung auf Update. Ja. Wir wollen Kampagne. Denn wir machen jetzt die Schlacht um Midway. Ich glaube, das Gelaber am Anfang müssen wir uns nochmal anhören, aber das ist ja erst einmal egal. Also, let's go. Fortsetzen. Ah ne, wir können schon gleich weiterlaufen, gut. Dann geht's jetzt weiter mit Call of Duty Vanguard, der Kampagne. Die Reparaturen wurden heute Morgen fertig. Sie wartet auf dem Flugdeck auf uns. Sie hat einen Namen. Du hast sie getauft. Unsere Maschine. Und nichts gesagt. Du hast nicht gefragt. So, hier haben wir ja aufgehört. Und hier machen wir jetzt weiter. Bin mal sehr gespannt, was die Kapelle noch zu bieten hat. Ob die Aufklärung mit der Flottenposition recht hat? Hoffentlich. Wenn wir das hier schaffen, schreiben wir Geschichte. Klar, aber ich will heute noch nicht Geschichte sein. Also tu uns den Gefallen und verzichte auf deine irren Stunts. Stunts? Autsch, Kumpel. Hindeko, fragst du dich nie, warum du noch nicht befördert wurdest? Warum das, Klugscheißer? Weil das hier nicht die Wade-Jackson-Show ist, Amigo. Es ist Krieg. Wir wollen alle nur gewinnen und heimkehren. Also bring mir einfach nur die Zeros vom Hals und ich bring uns heim. Hey, haltet den Aufzug an! Wir wollen noch mit. Klettern. Ich helfe dir, Jackson. Bring uns hoch! Wie viele Orden kriegen wir wohl, wenn wir das hier schaffen, Jackson? Kriegen? Sie werden einen nach mir benennen, Miller. Denk daran, dass wir da oben ein Team sind. Bleib diesmal in Formation, sonst nimmt der Sarge dir beide Streifen. Formation hindern mich. Den Scheiß muss ich ertragen. Wie herrlich. Ideales Wetter zum Fliegen. Hoffentlich bleibt es so. Wahrscheinlich nicht. Es wird Zeit! Manus a la Massa! Unsere Lady wartet! Sehen Mäuse, dass ich mehr Zeros abknalle als du, Jackson! Komm schon, ermutige ihn nicht noch! Wird bestimmt noch viel Play regnen, geschweige denn Bomben. Das ist meine Maschine. Darf ich meine aussuchen? Ah, die da. Sugar 17. Höre dich laut, ich jetzt fliegen? Intercom funktioniert. Hey, sie führen die Vorflugkontrolle durch. Was ist mit den Höhenrudern hinten? Höhenruder okay. Nein. Okay, Jackson, prüf die Querruder. Rechter Flügel, okay. Gut, jetzt das linke Querruder. Linker Flügel, okay. Gut, dreh den Motor hoch. Pass auf, dass er keine Aussetzer hat. Er schnurrt! Ah, klingt gut, das reicht, Jackson. Okay. Die maximale Abbremsung nach hinten. Sugar 17, hier Flugkontrolle, Freigabe zum Start. Okay, jetzt bringen Sie nach oben. Bereit, Hernandez? Bereit, wie man mit dir nur sein kann. Okay, alles klar. Volle Kraft. Let's go. Lass die Bremsen los. Man darf echt fliegen, hätte ich gedacht. Spielverderber! Soll auch kein Spiel sein, kein Werk. Hast du keine Zielzeit 3 drücken, um das vertikale Zielen umzukehren? Also, nee, lass mal so. Erinnerst du mir irgendwann Ihren Namen? Welchen? Von der Maschine, dem Flugzeug. Das hast du noch nicht losgelassen? Worüber möchtest du denn reden?
Schön. Behalte deine Geheimnisse. Ziemlich wolkig. Schließe dich der Staffel an. Oh. Das sieht cool aus. Schulde 10 an alle Victor-Flieger. Wer hat da die Formation verlassen? Ich nicht. Da stimmt was nicht. Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Das sind Feinde. Sie jagen unsere Torpedobomber. Die Jäger sind noch nicht hier. F-17, hol sie hier. Schon dabei. Hast du hinten auf, Hernandez? MG ist bereit. Voll den Greifer. Haltet sie von unseren Bombern fern. Mayday, Mayday. Muss hier raus, Jungs. Sie sind hinter mir. Na? Da. Kommst du her? Nachladen. Stick in der Klemme. Komm her. Wo ist der andere da? Alle erwischt. Easy. Gute Arbeit, der 17. Zieht hin, Jungs. Dann seid ihr eines Tages so gut wie Jack. Ach Gott, bitte nicht. Passt auf die Flagge auf, Jungs. Auf der Flotte. Oh, Flagge. Die japanische Flotte unter uns. Bereit halten. Mayday, Mayday, muss hier raus. Das scheint eine coole Mission zu werden. Zeit für den Sturzflug. Zusammenbleiben! Achtet auf die Leuchtspurgeschosse! Ja, jetzt darf man ein Schiff bombardieren. Hey! 3000! Haltet euch bei den Flaggen fern! 2000! Alter! Alle Bomber, wir sind fast da! Benutzt eure Zielfernrohre! Hab's gleich! Jetzt, Gott verdammt, jetzt! Hab ich! Hochziehen, hochziehen! Gut gemacht, der 17. Wir haben voll ins Westen das gefahren. Nest. Der Himmel ist voller Zero. Wir müssen uns hier rauskämpfen. Wenn wir steigen, holen uns die Flaggs runter. Und bleiben, Jungs. Und ein bisschen mehr Gas geben. Die auch so viele Schiffe hier haben. Er ist hinter dir. Mit Flugzeugen ist gar nicht so viele sind. Muss mal nachladen. Heilige Scheiße! Ich glaube, den hätte ich retten können. Du entkommst mir nicht. Die schicken Verstärkung. Da sind noch mehr. Gar nicht so einfach, das Ding zu steuern hier. Oh. Das war jetzt so schnell. Wo ist er hin? Schnell ist so langsam. Komm her. Da kommen noch mehr Zeros auf uns zu. Sammeln uns auf. Sind hinter mir. Brauche Hilfe. Der ist weg. Alle Torpedobomber sind uns. Wir werden angeknallt. Wir müssen rauf. Frau T-Staffel antwortet nicht. Wir verlieren zu viele. Heute nicht. Gar nicht einfach, so Flugzeug zu steuern hier. Braucht jemand Hilfe? Oh
mein Flugzeug hat was abgekriegt. Verdammt viele Gegner hier. Ja, das stimmt. Bald haben wir keinen für einen Bombenangriff übrig. Wir müssen es wagen. Komm her. Ey, die fliegen aber auch echt so komisch, ey. Ah, bitte. Zero auf 5 Uhr. Das ist eine Mission, ey. Den Gegenangriff stand. Verdammte Scheiße! Feind auf 9 Uhr bei dir! Ja, die sind überall Feinde. Sturzflug. Wow, was? Geht so hoch wie möglich für den zweiten Sturzflug. Dass das Ding überhaupt noch fliegt, ey. Oh, Scheiße. Jungs, die schießen immer noch auf uns. Schnell jetzt. Fast außer Reichweite. Ziel erfüllt. Erreiche die richtige Höhe für den Sturzflug. Sind wir sie los? Da ist auch noch Gewitter dazu. Achtung, Achtung! Oh, fuck! S-17, du hast ganz schön was abbekommen. Alles gut? Geht schon! Zero ist im Anflug. Direkt vor uns. Schaltet sie aus. Ey, willst du hier einen treffen bei diesem Geschaukel, ey, echt? Schaukelt nur hin und her. Zeros kommt direkt auf uns zu! Der wäre eigentlich genau in mich reingeflogen. Steigt weiter auf, bis wir wieder über der Flotte sind. Schießt sie ab! Sieht noch jemand welche? Sturzhöhe fast erreicht. Flotte unter uns, für neuen Angriff formieren. Wir müssen den zweiten Träger kriegen. Wer hat noch Bomben? S-18 hat Bomben. Ich hab noch. S-17 hat noch eine. Sonst noch wer? Okay. S-17 und 18. Starte Sturzflug. Hinter uns formieren und Bomben abwerfen. Das klappt nur mit Ach und Krach, oder? Ja, ziemlich knapp. An alle. Den Beschuss von S-17 ablenken. Dann halte dich da hinten lieber fest! Unbedingt. Du bin hier ausweichen! Ich bin raus! Jensen, es liegt bei dir! Stabil halten! Noch ein paar hundert! Noch ein bisschen! Fast! Jetzt, Jackson! Jetzt! Sah cool aus. Wade sah sich eher als Heißsporn als einen Helden. Das war sein Widerspruch.
Er ist einer der großartigsten Piloten in diesem Krieg. Aber er brauchte ein Team. Das Problem war, er musste es sich eingestehen. Deine Hände von mir! Hi, Leute. Umsorgt mich nicht alle auf einmal. Mir geht's gut. Ist das nicht ein nettes, kleines Wiedersehen? Das ist ein Typ, ey. Du hast gelogen. Das sieht aus wie Aaron Ashmore. Wir dachten, er wäre tot. Also verpiss dich. Wirklich. Nein! Nicht! Du machst das! Lüg mich nicht wieder an. Jetzt haben wir einen verloren. Was tun Sie da? Weg von mir! Nehmen Sie die Hände weg! Na, Friesinger, das ist Hochverrat! Hochverrat auf oberster Ebene! Friesinger! Na, das hier ist noch nicht zu Ende! Nehmen Sie die Hände weg! Friesinger! Was ist hier los? Hitler ist tot. Was? Wie? Waren es die Alliierten? Berichten zufolge nahm er sich das Leben. Aber ohne den Führer sind wir verloren. Wohl kaum. Haben Sie neue Informationen für mich? Sie hatten recht. Der Amerikaner war der Sechste. Aber ich glaube, ich habe sie gebrochen. Es schmerzt mich, wie Sie das Vaterland schänden. Diese dreckigen Russen. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Wieso, wo willst du denn jetzt hin? Wenn das Reich bestehen soll, brauche ich sicheres Geleit nach Tempelhof. Also Berlin bleiben. Ich habe auf Sie gezählt, Richter. Aber Sie sind entbehrlich. Nein, 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 bitte, nein! Ich besorge, was Sie brauchen. Das schwöre ich. Die Zeit ist knapp. Ich verstehe. Mein Führer. Hat er ja schnell einen neuen Führer gefunden. Ich bringe ihn um. Richter ist uns auf der Spur. Uns bleibt keine Zeit. Ich habe versucht, ein Flugzeug zu klauen, aber es hat nicht geklappt. Und bis ich hier war, wart ihr schon eingesperrt. Wer ist denn da jetzt eigentlich erschossen worden? Also ich habe eine Bombe von den Russen geborgt und mich gestellt. Wir haben noch vielleicht eine Stunde, bis diese Wand gesprengt wird und wir frei sind. Falls wir so lange leben. Wir sollen ihm trauen? Er ist ein verdammter Pilot. Ein verdammter Star-Pilot, meinst du wohl? Ich denke wie die Lady. Was weißt du schon über Sprengstoff? Ja? Na, fick dich doch. Ich sag euch, warum wir ihm trauen. Hört gut zu. Wade ist mehr als fähig, uns rauszubringen. Das ist belegt. Sind wir nur noch zu viert. Von sechs. Gun Wheel, 1943. Karako! Es
beenden. Objekt am Himmel. Doch wenn man zu nah an die Sonne fliegt, verbrennt man sich irgendwann die Flügel. Nummer-Nummer-Fahrt, November 1943. Sichere die Insel Bougainville. Neuguinea. Ich habe die Vermutung, unser Partner hat das wohl nicht überlebt. Lebt noch. Oh, wir sind anscheinend schwer verletzt. Hättest uns beide fast. Okay. Okay, das wird jetzt scheiße wehtun. Scheiße. Geht's in deinen Deckschädel, dass du nicht einfach so. Hey, Wade. Wade, bleib bei mir. Komm schon, Mann. Heute stirbst du nicht. Heute stirbst du nicht. Ich muss rauskriegen, wo wir sind. Ich muss dich erstmal hier lassen. Denk schön an die Yankees. Was? Du weißt, ich bin Dodgers. Scheiße, verdammt! Du bist ein scheiß Sonny! Gern geschehen, Arschloch. Ich brauch deine Waffe. Hab meine verloren. Nur wegen dir. Was soll ich so lange machen? Du drückst auf deine Wunde. Sollst ja nicht den ganzen Spaß verpassen. Bleib in Deckung, bis ich zurück bin. Aber zu einer Rettungsaktion werden, ne? Stell dich von der Absturzstelle vor. Wohin? Einfach nur weg? Nee, dahin. Gehen wir mal geduckt. Sind wir hier im tiefsten Dschungel? Drücke als Wade zum Fokussieren. Oh. Ah ja. Natürlich. Hat eine Abklingzeit, das Fokussieren. Darf ich nicht lang. Oh. Wo kommt der denn auf einmal her? Den hab ich nicht gesehen. Wo kommt der jetzt her?
ganz schön lange, bis es wieder aufgeladen ist. Finde Matteo. Wo ist es hier? Aktivieren. Alle da hinten. Ob ich Nahkampf machen kann? Ja, scheine ich machen zu können. Durch das Abfeuern von Waffen wird der Feind auf dich aufmerksam. Ah, hier ist ein Stolperdraht. Das wollen wir nicht auslösen. Also eine kleine Sneaky-Mission. Theo ist da hinten. Oh, da ist einer. Gut, hier habe ich einen Moment Ruhe. Okay. Oh. Vielleicht die Ball an die Arme gelaufen. Bist du hier allein? Hier hoch? Ja. Hier sind echt viele Leute. Da ist Matteo. Hier ist Carnavada, dann können wir gleich hinrennen. Das nehme ich noch mit. Das auch. Hilfe per Funk rufen. Mayday, Mayday. An alle freundlichen Einheiten in Reichweite dieser Übertragung. Lieutenant Wade Jackson fordert sofortige Unterstützung an. Sind Amerikaner auf diesem scheiß Felsen? Hier ist keiner, geh weg. Oh, haben sie bekriegt, Scheiße. Dann wird's jetzt nichts mehr mit Schleichen. Die noch mit. Muss man hin, da hinten hin. Ah, ist scheinbar nicht alle alarmiert. Sie laufen jetzt aber alle dahin.
Das ist eine schöne Sneaky-Mission. Aber wenn ich nicht gerade sneaky war. Hier ist noch ein Stolperdraht. Denselben Weg laufen wie die. Ich glaube, ich wurde nur die Leiche entdeckt. Die sind blind, ey. Dass ich in so eine Stolperfalle laufe. Das wäre, glaube ich, nicht gesund. Die sehen mich doch jetzt, oder? Kann ich rennen? Okay. Wie viele hier rumlaufen, ey. Seht mich nicht. Oh doch. Wer weiß? Sie haben mich doch gesehen. Das? Ja. Hey, ich hab das schon gesehen, ja. Eck. Ist da oben? Eine Leuchtpistole. Jetzt hast du auf dich aufmerksam gemacht. Bitteschön. Wie du weißt. Das ist wie Granaten, ey. Was für Müllgranaten, ey. Nee, war keine gute Idee.
wenn ich runtergehe, sehen mich doch hier alle, ey. Wir müssen mal weg hier. Bleiben die hier echt stehen? Ah ja, eine Aufmerksamkeitsspanne von nichts haben die. Wir schleichen uns einfach vorbei. Kämpfen ist eh keine gute Idee, weil es einfach zu viele Leute sind. Matteo? Haltet durch, Kumpel. Ich komme. Ja, ich bin unterwegs. Kein Sound. War jetzt? Hat jetzt irgendwas gefehlt, oder? Ich ahne Schlimmes. Untertitel wäre cool gewesen. Ja, warte, die kann man also. Die Hedung hat Koni Kurma des Barak Kakar. Bist du japanisch? Sie leben noch! Ja, ohne Scheiß! Lass sie los! Flugbetriebsmaschinenmacht, dritte Klasse Hernandez, der undankbare ist Lieutenant Jackson, wurden abgeschossen. Deshalb sind wir hier. Danke. Sergeant James Washington, Infanterie, 93. Division. Lenny, verarzte ihn. Habt ihr Flugzeuge? Wir müssen da wieder rauf. Flugzeuge? Wir sind schon froh über Munition. Der ist Ballast. Wird uns nur aufhalten. Ich höre euch. Schon mal geschossen? Bin durch die Grundausbildung wie du. Serge, wir kriegen Besuch. Ich habe jetzt den Steuerknüppel, Lieutenant. Du bist nur Passagier. Okay, Leute, das ist nicht das Folge der 93. Kibbel Hernandez, ihr kommt mit mir. Die Fokusfähigkeit. So, Zeitlupe hier. Man muss alles ausprobieren, Trophäe. Weg mit euch. Bewegt sich was. Feindbewegung voraus. Den habe ich nicht mehr, schade. Geht
Flammenwerfer durch, ey. Sicher. Alles gesichert. Gut. Ich glaube, ich habe genug. Kann ich die andere Waffe nochmal haben? Die war cool. War, glaube ich, eine K. Das scheint nicht so. Aufgepasst. Ist noch ein weiter Weg. Besser als Laster aufladen. Das steht fest. Naja, hey, aber Laster aufladen ist gefährlich. Ihr seid also die 93. Nie gehört. Bestimmt hast du auch noch nie einen Schwarzen getroffen. Wir sind nicht gerade erste Wahl bei Anerkennung. Oh, ein farbigen Regiment. Yep. Wenn du Schlangen oder Tausendfüßler siehst, sag Bescheid. Wer heizt den Grill vor? Also grafisch kann sich das Level echt sehen lassen hier. Gefällt mir sehr gut. Siehst du was? Nein. Aber der Scharfschütze erwischte Thompson auf genau so einer Brücke. Wie kommen wir rüber? Wir locken die Scharfschützen raus. Palfrey, dein Job. Gibt's im Himmel Grütze? Lebendköder? Willst du freiwillig? Scheiße, nein! Dann halt die Klappe und behalt das Blätterdach im Auge. Los! Das Blätterdach. Oh! Oh. Ich glaube, ich wurde erwischt. Scheiße, nein! Dann halt die Klappe und behalt das Blätterdach im Auge. Los! Rauch! Die Richtung. Auf meinen Befehl, zeigt mir euren besten Jesse Owens. Was? Ist das raus. Heißt, rennt wie der Wind. Jetzt! Genug. Alle in Ordnung? Ist noch alles dran. Bis jetzt, okay. Ja. Wir müssen zu den Bäumen. Ab ins Gras und unten bleiben. Sammelt euch unter den Bäumen, wenn ihr es rüber. Ich versuch's. Wir war knapp. Na, wo ist er? Nah dran. Sucht im Blätterdach. Seh nicht. Okay. Abrücken. Was zum Teufel? Wozu die Seile? Diese verrückten Hunde binden sich an Bäumen fest. Was machen wir überhaupt hier draus? Der 93. soll der 23. helfen, diesen Felsen einzunehmen. In der Nähe ist eine japanische Basis. Sie wird von einem aufgelösten Hügel ausgeschüttet. Der Rest meiner Jungs sitzt hinter einer verschlossenen Tür fest. Was zur Hölle heißt das? Wait, sei still und mach einfach, was er sagt. Wir sichern den Hügel und rücken zur Basis vor. Wie sollen wir auf diesen Hügel kommen, Booker? Jetzt habe ich den Sniper. Durch anklopfen. Laut. Hey, nehmen wir den Trotteln doch was von Duke Ellington vor. Auf den Kottenklopf steht jeder. Treib eine Trompete auf, Louis, dann nehme ich dich beim Wort. Hm. Hab vergessen, meine einzufassen. Cool!
Flammenwerfer hier. Als ob. Ey. Sonnenwerte verziehe ich aber auch mal, ey. Erstmal auf den eigenen schießen. Tragen die auch alle solche ähnlichen Klamotten, ey. Munition. Dieser scheiß Ort. Lenny hätte es schaffen müssen. Unsere Verpflichtungen gegenüber unserem Land enden erst mit unserem Tod. Das klingt nicht nach Lenny. John. Soll sich John Adams doch Lennys Waffe schnappen und uns helfen? Wir tun, was wir können. Uns am Leben zu lassen, würde schon reichen. Mein Bruder kämpft in Europa. Wenn Mama beide Söhne an die Nazis und die Japaner verliert... Nun, Hitler ist nichts im Vergleich zu Mama Howard. Okay. Ah, ziemlich lange Mission hier, hä? Ist das der Hügel? Das ist er. Heilige Scheiße! Das ist wohl ein Witz. Bist du irre? Oh. Kibble, Palfrey, Hernandez, ihr kommt mit mir. Alles klar. Howard, du bist unser Drache. Hinter dem Stacheldraht wird der Beschuss heftig. Du musst den Bastarden ordentlich einheizen. Wird gemacht, Sarge. Jackson, auf ein Wort. Ja? Du hilfst Private Howard unter dem Draht durch. Und dann gibst du ihm Deckung auf der anderen Seite. Verstanden? Am Himmel bin ich dein Mann. Aber das? Ich bin nicht der Gesicht im Schlammtyp. Hättest dich nicht abschießen lassen sollen. Selbstmord und Aufopferung sind zwei Paar Schuhe. Solltest du besser lernen. Huh. Also dem Drachen hinterher. Howard, Jackson, nach links. Der Rest von euch, mir nach. Unterstütze die 93. Jackson, hilf mir hier drüben. Oh, mach ich. Wurde auch Zeit, dass du mit anpackst. Nach dir. Der wurde Popo geschossen. Für ein Fliegerass.
Ding nehmen. Ich lerne schnell. Schwerer als aussieht. Und auch viel heißer. Perfekt für Vergeltung. Greif den Bunker an. Stammwerk. Bunker. Auf den Bunker. Ah, war zu weit vorgelaufen. Okay. Ich sollte mich ducken. Der Bunker! Auf den Bunker! Ja! Geben wir Feuerschutz! Los! Munition vom Flammenwerfer aus, bei Leute. Die sind ganz schön Harakiri gefährdet. Munitionsgeier. Granate will ich nicht. Jetzt ist er alle. Ich sehe sie. Feindliche Infanterie. Wo? Da. Er kommt aus der Deckung. Feindliche Infanterie. Achtet auf die Öffnungen. Wait, pass auf. Ja, daneben geschossen, ey. So, dieses Mal brauche ich eine andere Waffe. Diesmal nicht, mein Freund. Dass ich überlebt habe. Frech. Dass da Zeitlupe aktiv wird. Das ist krass. Kommt.
Hier ist was los, ey. Sie gehen aus der Deckung. Zur Munition. Geh mal hier lang. Benutzen, ne? Was denn? Na, wo sind sie? Über uns. Echt cool. Oh, ich darf schießen damit. Gemein. Ich hasse diesen Hügel. Palfrey, schieß das Leuchtsignal. Soll sie uns doch stoppen. Hast du sie nicht alle? Warum feuerst du das hier ab? Du hast gerade der japanischen Armee unseren Standort serviert. Die Einladung ist nicht für sie. Sie ist für den Rest meiner Männer. Genau nach Plan. Lieutenant, komm, schau dir das an. Jetzt, Soldat. Bombenangriff. Los jetzt, Jackson. So. Da kommen unsere Jungs. Kriegen die das hin? Check den Hangar. Panzer. Na, dem Funkturm. Oh, Flugzeug. Ein Weltsturzbomber. Kann ihn jemand fliegen? Das war von Beginn an dein Plan. Wir können die Basis erobern. Die Japaner bremsen. Aber mit Luftunterstützung. Wäre mir wohler zumute. Bin dabei, Sergeant. Das glaube ich. Darauf habe ich gehofft. Gehen wir da runter. Weißt du überhaupt, wie man den landet? Werde ich schon rausbekommen. Runter kommt immer alles. Los geht's! Bei den Panzern formieren! Oh. Mal ein bisschen unterstützen hier. Bitte was? Stehen die genau neben mir. Oh, das war auch ein Gegner. Jetzt ist immer im Zweiten Weltkrieg schon immer schwer zu unterscheiden, wer ihr Freund und wer ihr Feind ist. Ey, echt. Hier, fest. Den Hügel runter! Der hat die zurückgeworfen, die Sau. Hingefallen. Ein paar Granaten werfen. Die eh viel zu schwach sind, finde ich. Alle ausschalten! Laser.
andere Waffe. Oh, die SDG. Die nehme ich. Geh da mal weg da. Von allen Seiten beschossen, ey. Ich brauche das Munition. Haben wir noch Munition? Ja, hier. Schön euch zu sehen, Jungs. Macht euch gemütlich. Jackson Hernandez, bringt euch in die Luft. Alle anderen rücken vor. Aber echt überall, ey. Können da wieder. Schön sehen. Ah, knapp daneben. So, war er noch. Da. Nee. Ich bin leer mit der Waffe. Der Hangar ist gleich da vorn. Das ist aber ganz schön krass hier, ey. Mein Gott, ey. Schärfste Sinne. Bisschen wenig Munition findet man hier immer, ey. Wo überall Munition rumliegt. Gibt's denn irgendwo Munition? Nein. Dann auf zum Hangar. Hier was? Nein. Rein ins Cockpit! Ja, ich komme ja schon. Ab in die Lüfte! Hier! Showtime, wait! Wir schieben euch aus dem Hangar! Nimm das! Gib uns Deckung beim Positionieren! Sucht uns eine Rollbahn! Wir machen den Rest! Hebt euch an! Schiebt! Bewegt eure Beine! Ich brauche Feuerschutz! Oh, das war mal noch. Flugzeug nähert sich! Benutzt das MG! Unendlich Munition, oder was? Schieß weiter, Wade! Was denn? Noch mehr! Wir sind
Waffe. Zeig, was du kannst, Lieutenant. Okay, mal sehen. Ist die Räubern lang genug? Ah, mehr oder weniger? War klar, dass du das sagst. Dann mal los! Erfolgreich entkommen. Der 93. veränderten Wade. Sie zeigten dem fliegenden Teufelskerl aus den Wolken, wie der Krieg im Dreck aussieht. Dort lernte er, der einzige Weg zu gewinnen, war sich gegenseitig den Rücken freizuhalten. Wenn man über sein Geschwätz hinweg seine Taten sieht, weiß man, wer Wade Jackson wirklich ist. Cooler Typ. Mir egal, was er gemacht hat. Wade ist abgehauen in Hamburg. Ich traue ihm nicht. Ich weiß. Aber wir sind hier nicht wegen ihm. Wir sind hier, weil die Krautfresser denken, sie könnten das beste Team knacken, das ich je gekannt habe. Also, was wir brauchen, ist ein Fluchtplan. Wir sind umzingelt von Nazis. Und wie es aussieht, erreichen wir nicht einmal lebend die Tür. Vielleicht doch. Ich habe eine Idee. Wir würden eine Show für Richter veranstalten. Es war riskant, aber wir waren zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben, an die Akten zu gelangen. Paulina, als Nächste, verschaffte uns Zeit. Schön, Sie wiederzusehen, Fräulein. Bitte. Genau so habe ich mir dein seltsames kleines Büro vorgestellt. Also, was genau hat dein Team denn vor? Lady Nachtigall. Stalingrad, die jetzt Stadt, 43. die den Ostmarsch der Nazis stoppte. Wäre die Stadt gefallen, wäre Russland zerbröckelt. Die Deutschen unterschätzten Russlands Überlebenswillen. Sie unterschätzten die Stadt und ihre Verteidiger. Die Bevölkerung sah in Paulina ein Symbol der Hoffnung. Doch sie wollte keine Heldin sein. Sie wollte nur Rache. Die Arroganz des Dritten Reichs war der Glaube zu erreichen, was der große Napoleon nicht konnte. Wenn sie es nicht mit jemand so unerbittlichem wie Lady Nachtigall zu tun gehabt hätten. Da. Wir haben gehört, Steiner soll im Handelsbezirk rumlungern. Macht Sinn. Er ist nie weit vom Gemetzel. Svolac. Los jetzt. Warte. Wir sehen nach, wer es ist. Dann können wir es der Familie sagen. Tja. Das war ein Scharfschütze. Präzise. Oh. Glaubst du, er ist noch... sein. Gut. Da drüben ist mehr Deckung. Komm schon. Jetzt heißt Scharfschütze gegen Scharfschütze, ja.
Euer König, ja. Also, wie willst du Steiner töten, Lady Nachtigall? Du sollst mich doch nicht so nennen. Der Name gibt den Überlebenden Hoffnung, Paulina. Hoffnung gewinnt keine Kriege. Lady Nachtigall. Schweine. An die Anhänger von Lady Nachtigall. Jeder, der dieser Verbrecherin Unterschlupf gewährt, muss mit seinem Leben zahlen. Soki. Geht Verdala. Oh, der Assassin's Creed-Style, ja. Du, der Scharfschütze ist einer von Steiners Todesjägern. Wir sollten vorsichtiger sein. Paulina, bist du da? Sieh durch. Was sag ich immer? Ja, rechte Seite. Steiner. Fährt er hin? Er fährt in Richtung Handelsbezirk. Du könntest wegen der Todesjäger recht haben, Misha. Gehen wir, bevor wir ihn verlieren. Misha, pass auf! Sestra, das ist unsere Chance! Ja, aber hier hängt irgendwo ein Scharfschütze. War so klar. Runter! Was sollen wir tun? Nicht nur einer. Das wird Daniel. Der hat gut getroffen. So, eh noch mehr. Sag ich doch. Aber nur ein Hitmarker. Steh auf, Misha! Wir müssen weiter! Es sind noch mehr. Na, zeigt euch. Scharfschützen ausgeschaltet. Vorerst. Komm jetzt Hunde. Vorsicht, ein Hund. Da kommen Soldaten. Immer weiter vorrücken. Hitmarker war. Na, wie das? Frech. Immer weiter vorrücken! Granate geworfen! Ich schieße jetzt! Alter. Viele! Viel Wasser vor dem Herrn heute, echt. Guck dich doch nicht. Wir erleiden Verluste. Ja. Kann man so sagen. Los geht's. Verfolge Steiner. Da kommen noch mehr. War Juma. Gott, ey. 2 gegen 500, ey, echt. Der Feind zieht sich zurück. Da kommen noch mehr. Bayuma! Lass die Zeit mit nachladen. Hm.
Guck mal, diese Hitmarker. Fast wie Multiplayer, da machst du auch nur einen Hitmarker, echt. Boah, da ist noch ein Scharfschütze. Uiuiui. Heilige Scheiße, Polina! Todesjäger! In Stalingrad ist nur Platz für eine Scharfschütze. Unten bleiben! Lass sie nicht hinter dich gelangen! Was ist denn für einer? Rechte Seite! Typ, Junge. Bleib liegen. Ist das Arschloch endlich tot? Ich denke schon. Sind sehr, als ich dachte. Du musstest ja nicht gegen ihn kämpfen. Ich hab geholfen. Du hast ihn. Jetzt runter von diesem Feld. Oh, noch Munition. Ich werfe eine Granate! Wirfst du gar nicht. Na gut, lass sie fallen lassen. Was ist das eigentlich eben für ein Typ, ey? Übelst gepanzert. Hat ganz schön viel geschluckt. Okay. Wir sollten erstmal sicher sein. Zwei Todesjäger. Er muss Angst vor dir haben. Das heißt, wir sind nah dran. Bleiben wir in Bewegung. Oh. Da, Steiners Fahrzeug. Ich kann ihn da drin nicht erschießen. Gehen wir näher ran. Könnte man Munition gebrauchen. Dem geht's nicht so gut. Es kaum erwarten, Steiner eine Kugel zu verpassen. Warte, das ist nicht gut, Polina. Warum? Wir können von hier nichts tun. Es sind zu viele, sie selbst. Scheiße. Steiner. Könnt ihr ihn doch jetzt einfach erschießen? Auf der rechten Seite. Bastard. Steiners Vorgesetzter. Scharfschütze, runter! Alles okay? Mischa! Es ist nicht so schlimm. Halt still, lass mich das ansehen. Das ist nicht gut. Nicht wirklich. Wir haben dir keine Zeit, Sestrinka. Hörst du? Ich bring dich in Sicherheit, um dich zu versorgen. Du wirst hier nicht sterben. Hoch mit dir. Komm, ich bringe dich ins Postamt. Dort sind wir sicher. An ihr Flanke vorbei. Versuch ruhig zu atmen. Pistole, ey. Was für schlechte Soldaten, ey. Ich hab dich! Du musst weiter auf die Wunde drücken! Sie sind ungeschützt! Scheiße! Granate! Halt dich an mir fest! Das ist schlecht. Bleib bei mir, Mischa! Bleib hier aus der Decke! Nicht nachlassen! Wir kommen näher! Was denn jetzt? Tötet sie! Schnell! Scheiße! Raketen! Schon mal weh, dass Pistolen echt kacke sind. Das
Das schaffen wir nicht. Halt die Klappe. Ich hab dich. Vorsicht! Okay. Perfektes Loch gefallen. Misha! Paulina! Paulina! Lass mich. Rette lieber Steinhardt. Dieses Messer bringt uns auch nicht heraus. Jetzt wissen wir, wo das Messer hat. Wir müssen... Bitte, uns alle. Nein, du stehst unter Schock. Komm jetzt, wir müssen weiter... Paulina, geh! Nein! Du deckst den Eingang. Ich gehe raus und flankiere sie. Keine Zeit. Geh. Ich halte sie auf. Radischka. Schieß Trinka. Und geh. Schon gut. Geh. Hat sie ihren Bruder verloren. Kannst du nicht stehen. Keine Waffe. Wahrscheinlich nur das Messer. Du mir nicht, kleiner Vogel. Das fällt dich auf. Sneaky Mission. Geh zu Steiner hinauf. Hier habe ich keinen Fokus. Oh nein. Sie hat bei der Belagerung in Stalingrad meine Puppe ermordet. Gib mir eine saubere Schusslinie und ich erwidere den Gefallen. Mistkerl. Warst du nicht in Frankreich, als die Stadt eingenommen wurde? Da ist noch jemand, da ist Munition. Na, komm mal her. Renne in der Hölle. Die ist ganz schön böse. So, da draußen ist noch einer. Wahrscheinlich mehrere. Ja. Dachte ich mir. Wir müssen ja nicht alle töten. Sie kann überall sein. Jawohl. Sneaky, sneaky. Ich werde hier suchen. Ja, teilt euch mal ein bisschen mehr auf. Vielleicht.
Chance! Mach sie fertig! Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ach, schade. Dachte ich, könnte durchkommen ohne einen zu erschießen. Aber naja. Schlechtes Timing gewesen. Welche wollen? Die? Nee. Die da. Hä? Da. Gott. Assassin's Creed, die ist echt gut. So viele Leute für eine Frau und kriegen es trotzdem nicht geschissen. Sie kann nirgendwo hin. Sucht weiter. Jetzt hättest du wunderbar abdrücken können. Okay, fangen wir halt unten nochmal an. Hey. Ah ja. Gerade abdrückt, da trifft er mich. Alter. Wie schnell ist denn der? Ach, das war wieder so ein... Haben schon größere Bedrohungen als dich ausgeschaltet. Du bist glaub ich nicht. Hier ganz allein. Mistkerl. Das ist richtig. Nein. Okay, ich bin voll. Lady Nachtigall. Was wird euch gleich in den Arsch? Hey. Schenke ich dir. Bist uns nicht gewachsen. Vielleicht bist du nicht so gut, wie du denkst. Ach ja. Abwarten. Snipest du wieder, ja. So, weg mit dem. Mehr habt ihr Nazi-Schweine nicht zu bieten? Waffen entsichern! Legt euch nicht im Kopf! Klar, sind wir mal alle neben mir hier, oder was? Alter. Das sind echt überall hier. Sind noch nicht fertig, kleiner Vogel.
Wollt ihr mich wollen? Sind wir eigentlich unendlich oder was? Bist du bereit, für diese erbärmliche Stadt zu sterben? Ja! Wie wenn der mich jetzt erwischt haben? Lächerlich. Bist du bereit für diese erbärmliche Stadt zu sterben? Bisschen übertrieben, wie viele Leute das hier sind. Wow, was soll ich denn da machen? Springt runter, schießt zweimal auf mich und ich bin tot. Was ist für ein Checkpoint hier, ey? Willst du dich eigentlich verarschen? Das Gebäude aus! Hab mir kein Versteck übrig! Das ist mir scheißegal! Jetzt feuert! Will ich nicht. Wo sind der jetzt hin? Wo ist der Arsch von eben? Ich glaub, da ist er. Der macht da einen Schaden mit dieser Schrotflinte, ey. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Keine andere Waffe mehr. Scharf. Mein Gott. Ich bin gerade nachladen, lass mich in Ruhe. Du bist allein, alter Mann. Endlich. Deine schicken Soldaten, alle tot. Du bist der Nächste. Mein Gott, war das eine Tortur jetzt. Du nichts, Lady Nachtigall.
guck den. War mir irgendwie klar, dass ich das Messer benutzen will, um Steiner zu töten. Denn er ist der Grund, warum ihr Bruder tot ist, ne? Also was passt es da besser? Lauf weg! Als das Messer zu benutzen. Du entkommst lebend aus Stalingrad. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Hab ich auch nicht vor. Komm von hinten und dann gibt's. Zack. Willst du mich töten, Colina? Na los, versuch es. Besiege Steiner. Ist einer von den Puppen hier oder was? Du denkst, du hättest uns alle. Okay, ich glaube, ich muss von hinten rankommen. Ich wusste nicht mal, dass der hier rumläuft. Wo ist er denn? Ich höre ihn aber auch nicht. Du denkst, du hättest uns alle besiegt. Aber du musst dich noch mir stellen. Ich weiß alles über dich. Da stand der R3 da und ich drücke R2. Ach Mann. Fast hätte ich ihn gehabt. Naja, alle guten Dinge sind 3. Jetzt hole ich mir dich. Du denkst, du hättest uns alle besiegt. Aber du musst dich noch mir stellen. Ich weiß alles über dich, Paulina. Brenne! Was guckt denn der hier rein? Die armen, kleinen Krankenschwestern, die ihr zu Hause verteidigen. Oder vielleicht ein Bruder. Da bist du ja! Na, ich hab doch R3 gedrückt. Hä? Man kann ihn wohl nicht sofort töten. Das ist ein Quatsch. Frech. Du denkst, du hättest uns alle besiegt. Aber du musst dich noch mir schützen. Brenne! Klappt so auch nicht. Ich muss unter den kommen und damit R3 einen One-Hit-Kill machen, aber irgendwie will das nicht. Oh, keine Pistole, nichts, ey. Was guckt der eigentlich hier rein? Du denkst, du hättest uns alle besiegt. Aber du musst dich noch mir stellen. Ich weiß alles über dich, Paulina. Die arme kleine Krankenschwester, die ihr zu Hause verteilt. Russische Schlampe! Der ist ja doof. Haut der aber, Bruder, hätte mich töten können. Bestimmt 3-mal treffen oder so. Ja, wo bist du? Versteckt er sich. Jetzt gehörst du mir. Ich glaube nicht. Hat Papi dir beigebracht, wie man schießt?
Oder vielleicht dein Bruder? Wo sind sie jetzt? Mist! Scheiße! Warum er dann immer abhaut? Ich dachte mir schon dreimal. Also beim nächsten Mal wird er tot sein. Kontrollpunkt. Ja, wo bist du? Du wirst mit dieser auf die Wiesen. Du entkommst nicht. Tot, nehme ich an. Deshalb bist du so wütend. Du glaubst, ich wäre der Grund für all deine Probleme. Das ist das letzte Mal. Das hat nicht funktioniert. Wir brennen jetzt hier alles. Du kannst nirgendwo mehr hin, Steiner! Ihr beschissenen Nazis werdet alle in Stalingrad sterben! Hat sie nicht ganz unrecht? Du hast mir alles genommen! Jetzt bin ich dran! Kann ja nicht rennen. Das bringt dir keine Genugtuung. Es ändert nichts. Wir vernichten euch alle. Du wirst gar nichts mehr tun. Nicht ich. Herr Friesinger. Er wird beenden, was er begann. Ohne dich. Schiuto! Faschistgeier! Svignal! Dank dir bleibt mir nur dieses Messer. Ich kann dir helfen. Unglaublich. Ihr seid alle gleich. Ich habe mehr von euch getötet, als ich zählen kann. Und alle geben die gleiche armselige Rede von sich. Friesinger. Soll er mir vielleicht Angst machen? Noch ein Stück Faschistendreck. Keine Sorge. Ihn bringe ich als nächstes zur Strecke. Du dachtest, du kannst meine Stadt erobern und mein Volk niederschlagen. Du wolltest mich brechen, aber du hast versagt. Du hast Lady Nachtigall erschaffen. Und jetzt hat sie dich vernichtet. Die waren eben aber nicht. Da unten. Die berüchtigte Lady Nachtigall bewahrte Stalingrad vorm Abgrund. Ihre Taten inspirierten die Russen, ihre Stadt zurückzuerobern und in die Offensive zu gehen. Mit Willenskraft und der Präzision eines Scharfschützen änderte Polina den Kriegsverlauf für die Alliierten und ihr Volk. Mit diesem Ruf war es nur eine Frage der Zeit, bis wir sie entdecken würden. Was wollte Friesinger mit einem einfachen Offizier an der Ostfront? Welche Rolle spielt das? Es spielt eine große Rolle für mich, Fräulein.
zweiter Anzünder. So wie ich es verstehe, hat Friesinger Steiner rekrutiert für ein Spezialprojekt. Projekt Phoenix. Kann sein. Ich weiß nur eins. Mein Ziel war Friesinger. Es muss einen besseren Weg herausgeben. Es gibt keinen Weg hier raus. Außer natürlich... Ihr habt euch entschieden, das Schlaue zu tun. Öffne die Tür nochmal. Ich zeig dir, was das Schlaue ist. Lässt du mich lebend raus? Was? Sicher. Du Scheißverräter. Okay. Ich sag dir, was du wissen willst. Typisch Australier. Keine Ehre, keine Loyalität. Stimmt den ihr Plan? Etwas unterhalten! Beendet das! Ich werde nicht das nächste Opfer deines Kreuzzugs sein, Tommy! Hoffentlich war dein Plan das wert. Das ist hundertprozentig der Plan. Viel Glück, Lukas. Sag ich doch. Ich wusste, du würdest diesen idiotischen Plänen deines Teams ein Ende be... Was ist hier los? Ihr tötet euch jetzt gegenseitig, was? Ach so, Friesinger. Geh weg. Zurück! Zurück. Friesinger dreht langsam durch, ja? Sieht aus wie Erin Ashmore, echt. Ich weiß, warum du kooperierst. Ich würde auch keinem Neger gehorchen. Das verstehst du falsch, Kumpel. Was heißt das? Ich schere mich nicht um seine Hautfarbe. Weißt du nichts über Australier und Briten? Wir wurden weggespült wie Stücke Scheiße im Klo der Krone. Ja, ja, verstehe, aber eure Nationen sind Alliierte. Ja. Es war mehr wie Meister und Diener. Ich tat, was ich tat, weil für die Briten Leute wie ich leider nun mal entbehrlich sind. Tobruk 1941. Ungehorsam, flegelhaft, nicht unvertraut mit einer Gefängniszelle. Das ist Lukas. Eines musste man der SOI lassen. Sie war gut darin, die unwahrscheinlichsten Talente zu entdecken. Und Lukas hatte Talent. Er war ein geschickter Sprengmeister mit explosivem Temperament und scharfer Zunge. Draußen in der Wüste waren die Ratten von Tobruk wie eine Familie. Leider verstanden sie es nie, mit den hohen Tieren auszukommen. Heute noch, Prinzessin. Ich genieße den Moment. Ja, und genau mit diesem Moment würde ich jetzt sagen, war es das mit der dritten Session zu Call of Duty Vanguard, der Kampagne. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zur vierten Session, die wahrscheinlich dann morgen stattfinden wird, live auf Twitch. Ich spiele dann auch auf YouTube wieder, wie jetzt auch diese Folge. Lade ich dann auch auf YouTube wieder hoch. Und ja, mehr gibt es zu sagen. Bis jetzt eine großartige Kampagne. Finde ich sehr gut, außer das eben war ein kleines bisschen übertrieben. Aber ansonsten finde ich sie ganz geil und ich freue mich, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday hier im Testsektor.